Na, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Na, jetzt erinnere dich doch mal an letztes Jahr. Da hatten wir immer super viel Spaß. Ja, das stimmt. Also gut, Schlittschuhlauf. Bis dann. Das ist eine miese Ratte. Am liebsten hätte ich ihn hochkant rausgeworfen. Ja. Und warum hast du es nicht getan? Mir ist klar geworden, dass ich kein bisschen besser bin als er. Nach allem, was ich mir hier angetan habe. Moment. Stimmt so. Wow, von mir aus kannst du gerne öfter kommen. Oh, ich gebe heute Abend eine Party. Herzlich willkommen. Geht leider nicht, ich habe Spätschicht. Oh, schade. Kann ich dir helfen? Nee, ich suche noch was. Noch mehr Trinkgeld. Ich muss mal kurz den Kellner vor Gero beschützen. Moment. Ja. Hast du was verloren? Ja, nein. Ach, ist auch egal, ich muss eh los. Wir sehen uns ja dann bei deiner Fete. Okay, bis dann. Gero? Oh, Frank. Du kommst doch heute Abend zu meiner Party. Party? Ja, klar, wenn du mir sagst, wo. Frank, ich habe keine Zeit, aber Nina weiß, wo es ist. Sie sagt es dir, okay? Gero? Nina, was? Nina! Frank, hey, ich freue mich, dass du da bist. Oh, tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen, aber meine Mutter hat angerufen und mich endlos zugetextet. Sag mal, willst du dich nicht umziehen? Deine Mutter hat also angerufen. Ja. Patrick scheint ja mit der Niete zu sein, wenn du nebenbei mit deiner Mutter telefonierst. Kathi, ich... Glaub ja nicht, ich wollte dir nachspionieren. Ich wollte dich nur abholen, weil du dich verspätet hattest. Wir haben total die Zeit vergessen. Ja, und mich gleich dazu. Mir macht es ja nichts aus, dass du dich mit diesem Typen triffst. Aber mich hier warten zu lassen und mir dann so eine Lüge aufzutischen, ist wirklich eine Frechheit. Kathi, ich wollte dir nicht wehtun. Du hast ja wirklich eine tolle Auffassung von Freundschaft. Na, sei doch froh, dass Nick dir glaubt. Ich weiß nicht. Er sieht, wie Dennis mich küsst und ist null eifersüchtig. Das war doch gar kein richtiger Kuss. Natürlich nicht. Dennis hat mich total überrumpelt und mir den Kuss einfach aufgedrängt. Und das auch nur auf die Wange. Na, und hat Nick doch die Lage genau richtig eingeschätzt. Ist doch schön, dass er dir so vertraut. Ich weiß nicht. Früher musste Dennis nur in meine Nähe kommen und schon ist er ausgerastet. Und heute kann mir Dennis Blumen schenken und es juckt Nick überhaupt nicht. Ja, dann will er dir eben das Gefühl geben, nicht eingeengt zu sein. Ich meine, ihr wohnt zusammen, ihr arbeitet zusammen. Da glaubt er vielleicht, dass du mehr Freiraum brauchst. Na, die Erkenntnis scheint ihm aber ziemlich plötzlich gekommen zu sein. Wie meinst du denn das jetzt? Dass er erst seit ein paar Tagen so komisch drauf ist. Vielleicht machen ihm Dennis' Verhalten Annäherungsversuche doch mehr zu schaffen, als er zugeben will. Meinst du? Männer tun sich doch im Allgemeinen schwerer, ihre Gefühle zu zeigen. Trotzdem. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Du, Kathi, bitte sei nicht böse. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mich wirklich auf das Eislaufen gefreut. Patrick und ich haben nur die Zeit vergessen. Du wiederholst dich. Hier, das wollte ich dir eigentlich erst zu Weihnachten schenken. Du meinst wohl, mit so einem läppischen Geschenk wäre alles wieder in Ordnung. Sag mal, kapierst du denn nicht, worum es hier geht? Seit du mit Patrick zusammen bist, behandelst du mich wie Luft. Das ist doch gar nicht wahr. Doch, ist es wohl. Ich komme mir vor wie so eine nervige Schwiegermutter, der man Lügen auftischen muss, um zu verbergen, dass man sie eigentlich lieber von hinten sehen würde. Wir haben wirklich nur die Zeit vergessen. Überhaupt gar kein Problem. Kümmere dich doch in Zukunft nur noch um Patrick. Nein, ich will für Erika nicht mehr arbeiten. Ich suche mir was Neues. Es ist besser, wenn wir uns nicht mehr so oft sehen. Ist das Interview damit beendet? Nein. Eine Frage hätte ich noch. Okay. Wo genau ist die Party von Gero? Na, in seiner neuen Praxis. Geht's vielleicht ein bisschen konkreter? Ja.
Aber ich kann dich auch einfach abholen. Okay, akzeptiert. Soll ich dich auch mitnehmen? Mhm, gern. Ich bin richtig froh, dass mal wieder was los ist. Ich bin sowieso gewundert, dass Gero keine Fete gegeben hat. Seit seiner Rückkehr ist er doch ständig in Partylaune. Wohl wahr. Seit er aus New York zurück ist, erkenne ich ihn kaum wieder. Mhm. Er ist irgendwie ein bisschen lockerer geworden. Früher war er so ein Klemmi, der hat aus jedem Mist ein Problem gemacht. Naja, also ein Klemmi war er nie. Aber er ist schon offener geworden, das stimmt. Also vor 2 Jahren hat er nie irgendwelche Männer angesprochen. Damit hat er heute überhaupt kein Problem mehr. Hat sich Gero wirklich so verändert? Auf jeden Fall. Früher haben ihn viel schneller Sachen umgeworfen. Er ist einfach selbstbewusster geworden. Tja, und wie kommt diese Wandlung? Vielleicht hat er einen neuen Lover? Mm-mm. Nicht, dass ich wüsste. Ja, da liegt es vielleicht an der New Yorker Luft. Sicher, da atmet man ein völlig neues Lebensgefühl. Ich verpack sie noch als Geschenk. Ja, danke. Nick, wir müssen dringend miteinander reden. Ist irgendwas mit Millie? Nein, mit Steffi. Am besten, wir gehen nach drüben. Also? Steffi war vorhin bei mir. Sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet. Sie sagt, dass du gar nicht mehr eifersüchtig auf Dennis bist. Ich kann ihr schlecht Vorwürfe machen. Erstens lässt sie Dennis dauernd abblitzen. Zweitens bin ich es, der sie betrogen hat. Also von Dennis mal ganz abgesehen. Sie findet, dass du dich auch sonst sehr seltsam benimmst. Ahnt sie was? Ja, noch nicht. Aber sie grübelt schon. Wenn sie eins und eins zusammenzählt, dann weiß sie bald alles. Es ist auch mein Kind, das Millie verloren hat. Erwartest du von mir, dass ich das so einfach wegstecke? Nein. Ach, ich weiß auch nicht. Nicht, würde ich Steffi alles sagen. Ja, mir geht's doch genauso. Aber wir haben Millie versprochen zu schweigen. Sie hat so viel auf sich genommen, um ihre Schwester nicht zu verletzen, um eure Beziehung nicht zu gefährden. Soll das alles umsonst gewesen sein? Nein. Liebst du Steffi noch? Natürlich, und ich will sie auch nicht verlieren. Ja, dann darfst du dir auch weiterhin nichts anmerken lassen. Das fällt mir auch schwer. Aber solange Millie es will, müssen wir uns danach richten. Hm? Ich verlasse mich auf dich. Ciao, Nick. Hallo, Uli. Hi. Uli. Ja? Kannst du Geros Party auch ohne mich organisieren? Auch endlich mal auftauchst. Kann ich was dafür, wenn du einen Koks verlierst? Na, schon okay. Gero von Sterneck? Ach, grüß dich. Ich hoffe, du willst nicht absagen. Hat mich auch gewundert. Früher hast du keine Party ausgelassen. Ja, in meiner Praxis. So ab 8. Gut, okay. Bis dann. Ciao. Graf Koks gibt eine Party. Ja, und? Ja, dann hast du wohl vergessen, deinen lieben Freund Ed einzuladen. Komm gar nicht erst auf die Idee, da aufzutauchen. Ich erwarte wichtige Leute, die mir bei meiner Karriere als Arzt weiterhelfen. Ach, Gero, mir brauchst du nichts vorzumachen. Die seriöse Arztschiene fährst du doch nur, damit Mama nicht den Geldhahn zudreht. Mit meiner Praxis ist es mir ernst. Ich will mir einen guten Ruf erarbeiten und das wärst du mir nicht vermassen. Keine Sorge, ich werde Herrn Doktor nicht blamieren. Auf der Kundensuche gehe ich immer sehr diskret vor. Und wo fände ich bessere Abnehmer als in solchen Schickimicki-Kreisen? Vergiss es, auf der Party wird nicht gekokst. Ich selbst werde auch nichts nehmen. Und warum hast du dann so einen Stress gemacht vorhin am Telefon? Vielleicht gönne ich mir ja danach was. Aber was geht dich das eigentlich an? Eine Menge. Schließlich habe ich wegen dir einen anderen Kunden versetzt. Deine Sache. Und du willst wirklich nicht deinen Lieblingsdealer auf deine Party einladen? Hörst du schwer? Du hast auf meiner Party nichts zu suchen. Kathi, ich sehe, du bist fertig. Dann können wir ja gehen. Nein, ich komme nicht mit. Warum das denn? Du hast dich doch so auf die Party gefreut. Ja, ich bin halt nicht in Stimmung. Tja, da kann man wohl nichts machen. Sag mal, hast du Mama gesehen? Ja, die ist gerade mit Christoph aus der Stadt gekommen. Sie hat unter der Last der Geschenke ganz schön gestöhnt. Ich glaube, die sind alle für dich. Henning von Anstetten? Hallo Nina, na?
Ja klar, wir können uns auch da treffen, aber warum? Ja, das stimmt natürlich. Als Barkeeperin musst du vor den anderen da sein. Hast du denn für die Party schon einen schönen Cocktail kreiert? Nina, du bist unmöglich. Du, ich glaube, für Geros Party sollten wir uns was Flotteres ausdenken. Walzer ist vielleicht nicht so gut, oder? Na, Kadilein, was sagst du? Haben wir noch was drauf? Ja, klar. Bist du traurig? Was hast du? Wollen wir zusammen zur Party fahren? In einer halben Stunde? Ich komme lieber nach, weil ich muss mich noch umziehen. Ach so, gut. Was habe ich für eine diplomatische Tochter? Du willst lieber mit Jackie fahren, stimmt's? Na, wie war's beim Eislauf? Oh, toll. Und wann gehst du mit mir zum Eislauf? Ja, sobald du mir versprichst, mich im Krankenhaus jeden Tag zu besuchen. Versprochen. Also? Ja. Wenn du die Kraft hast, mich von der Bande loszueisen, dann können wir das versuchen. Da habe ich größte Zweifel. Darf ich die Dame ins Ankleidezimmer bitten? Gern, ja. Wir beide kommen demnächst mit zum Eislaufen. Schatz, die Pflanze kann nichts dafür. Ach, ich fühle mich schrecklich. Ich hätte mir doch denken können, wie blöd die Situation für Kathi ist. Weißt du, wie die Geschichte für mich klingt? Als wäre Kathi immer noch eifersüchtig, auch wenn sie das Gegenteil behauptet. Weil ich glücklich verliebt bin und sie nicht? Weil du glücklich in mich verliebt bist. Ja. Uns im Bett zu erwischen, war bestimmt nur der Tropfen auf den heißen Stein. Was mache ich jetzt? Vielleicht sollte ich mal mit ihr reden. Na, tolle Idee. Hallo, Kathi. Tut mir leid, wenn du eifersüchtig bist, weil du noch in mich verliebt bist. Aber leider liebe ich deine Freundin. Bitte sei nicht böse. Ja, ganz so hätte ich es wahrscheinlich nicht gesagt, aber... Egal, was du sagst. Sie kriegt's in den falschen Hals. Hallo? Wow. Das ist ja süß von dir. Man soll den Koch nicht vor dem Essen küssen. Ach, den Spruch finde ich blöd. Ist heute ein besonderer Tag? Nein, ich habe gedacht, wir machen uns mal einen netten Abend. Uli ist die halbe Nacht auf Geros Party beschäftigt. Dann sind wir ja ganz ungestört. Genau. Und du bist mir wirklich nicht mehr böse wegen Dennis? Nein, ich glaubte ja, dass zwischen euch nichts läuft. Ich könnte dich nie betrügen. Nicht mit Dennis und auch mit keinem anderen. Nie. Komm, mach mal. Das Paar da hinten braucht noch was zu trinken, ja? Ja. Oder die da vielleicht. Ja, was ist mit der? Na, ich suche gerade nach potenziellen Patienten für Gero. Die braucht unbedingt einen neuen Arzt. Komm, ich sorg mal für Nachschau. Zwei neue, bitte. Ich bin richtig froh darüber, dass ich heute meine Sendung habe ausfallen lassen. Sogar ein paar Leute von der Schickeria Düsseldorf sind hier. Echt? Mhm. Zeig doch mal, wo denn? Die beiden hier zum Beispiel. Aha. Muttersöhnchen. Oder die. Oder die. Geht's auch ein bisschen unauffälliger? Ich bin beeindruckt. Auch was deine Pläne für die Gestaltung des Wartezimmers anbelangt. Toll, ganz toll. Moment. Wollen wir nicht endlich unser Geschenk übergeben? Ein Geschenk? Mhm. Jetzt bin ich richtig gespannt. Lieber Gero, ich hoffe sehr, dass deine Praxis ein ganz großer Erfolg wird. Und wenn du meine Unterstützung brauchst, ich bin immer für dich da. Ich natürlich auch. Das weiß ich doch. Wie heißt er denn, der Knabe? Oscar? Adonis. So wie ich. Wie deine Patienten nach deiner Behandlung. Ach, jetzt kapiere ich. Das ist eine klasse Idee. Vielen Dank. Mhm. Ich besorge noch was zu trinken. Ja. Ja, danke. Nina, dein Ryan's Revenge ist ein Knaller. Ich hätte gern noch einen, aber mit ein bisschen weniger Wodka, weil ich will einen klaren Kopf behalten heute Abend. Erzwungenermaßen, ne? Thank you.
Na? Zufrieden? Ja. Ich bin richtig froh, dass Uli mir hilft. Ein sehr begabter junger Mann. Gero, hast du es immer noch nicht aufgegeben? Einer von euch beiden bringt das aber wieder runter. Ich komme nicht hoch, um es abzuholen. Ist schon klar. Wir passen auf, dass du dich nicht überanstrengst. Ah, Party. Kann ich dich ganz kurz mal sprechen? Jackie hat mir erzählt, was passiert ist. Ich möchte mich auch gerne bei dir entschuldigen. Sonst noch was? Kathi, ich weiß, dass du Jackie sehr wichtig bist. Und als ihre beste Freundin... Ich dachte, du hältst keine Predigten mehr. Ich möchte mich einfach nicht zwischen euch drängen. Du bist nicht der Nabel der Welt. Mit dir hat das nichts zu tun. Ja, den Eindruck habe ich aber. Du bist doch immer noch sauer, dass ich mich damals für die Kirche und gegen dich entschieden habe. Und jetzt bei Jackie... Ist es andersrum. Aber ob du es glaubst oder nicht, hier geht es nicht um dich. Also halt dich da raus. Wenn es dir lieber ist, treffe ich mich nicht mehr mit Jackie auf Redenau. Du musst uns nicht zusammen sehen. Mach, was du willst, aber auf mich voll zu quatschen. Bitte. Danke, Lena. Ja, schön, schön. Das ist sehr nett. Wir können uns ja später noch unterhalten. Es fällt dir ein, hier aufzutauchen. Ich suche immer die Nähe meiner Kunden. Meine Schwester kann jeden Moment kommen und wenn die dich hier sieht, dann kann ich mich aufhängen. Das Rohr im Bad sieht ziemlich stabil aus und im Auto habe ich ein Seil. Ed, verschwinde oder du rufst die Polizei. Falls du den Namen des Drogenfahnders vergessen hast, er heißt Müller. Komm, Gero, cool bleiben. Ich gucke mich ein bisschen um, akquiriere neue Kunden. Spinnst du? Du lässt meine Gäste in Ruhe, verstanden? Schade. Dabei habe ich heute ein neues Stöffchen aus Amerika dabei. Für den Gastgeber wäre es übrigens kostenlos. Probieren? Fass mich nicht an! Gero, brauchst du Hilfe? Nein, das ist ein alter Kumpel von mir. So ist es. Glücklich werden sie im neuen Jahr. Ich denke, das kommt ganz auf den Partner an. Hey, der Test interessiert mich auch. Wir können ja zusammen machen. Hast du nichts zu tun? Nee, siehst du doch. Außerdem finde ich diese Psychotests immer sehr spannend. Ganz besonders die Auflösung. Dann hol dir eine eigene Zeitung. Oh Mann, bist du mies drauf. Warum hängst du nur auf die Rum und fädelst nicht mit deinem Bruder? Weil ich keine Lust habe und jetzt lass mich in Ruhe. Verstehe, es hat sich keiner deiner 1000 Verehrer gefunden, um mich zu begleiten. Ja, wenn das so ist, dann mache ich die Kneipe heute einfach ein bisschen früher dicht und dann gehen wir zusammen zur Party. Ich bin nämlich auch eingeladen. Ist das ein Angebot? Du hältst dich wohl für unwiderstehlich, was? Schade, leider bist du der Einzige. So, also, auf Patte bist, habe ich mitgekriegt, aber lass deine schlechte Laune doch nicht an mir aus. Es war ja nicht so gemeint. Wenn du mich jetzt in Ruhe weiterlesen lässt, dann kommen wir prima miteinander aus. Ich bin wirklich nur müde. Na, das ist ja ein tolles Kompliment, dass du bei meinem Anblick gleich in Tiefschlaf verfällst. So war es ja auch nicht. Aber nur, weil ich dir deine akute Müdigkeit nicht abgenommen habe. Bitte, Steffi, jetzt lass uns nicht streiten.
Der Laden schlaucht mich total. Ich muss jeden Morgen früh aufstehen und dann renne ich den ganzen Tag zwischen Theke und Kasse und her. Ich bin ganz schön zickig, was? Es tut mir leid. Du musst dich natürlich nicht verausgaben, wenn du zugeschafft bist. Nur ein bisschen kuscheln, hm? Willst du auch eine Cola? Nein. Sicher habe ich die Diskussion verfolgt. Und die Reform des Gesundheitswesens ist natürlich auch in den USA Thema. Grüße, Jürgen. Danke. Ich möchte nicht. Hm. Guten Abend, die Herren. Mein Name ist Lauenstein. Nett, Sie kennenzulernen. Sie entschuldigen uns kurz. Ich hab dir doch verboten, jemanden anzusprechen. Aber das gebietet doch die Höflichkeit. Entschuldigung. Nina, kommst du? Was? Hast du was gesagt? Ich hätte gerne einen Cocktail, aber bitte alkoholfrei. Okay. Ich habe nachher noch eine Sendung und ein leidender Moderator kommt nicht so gut an. Ich zauber dir einen Ryan O. Dauert aber eine Sekunde. Hm? Ja, klar. Hört sich irgendwie an, als wäre da viel los auf drin. Ist auch. Dich überraschen. Gut. Frank, der Matt. Ja. Außerdem würde ich sagen, dass einer der größten Unterschiede. Viel Spaß noch. Ich habe dir eben schon gesagt, dass ich nichts will. Dass du keinen stinknormalen Cocktail willst, habe ich geschnallt. Aber der hier, der hat's in sich. Ich habe mein Stäffchen reingetan. Fly Away Pill. Garantierten mörderischen Trip. Du verpasst was. Frank! Oh, oh Mist. Nick? Ja? Ich will dir jetzt keine Vorwürfe machen. Aber das war eben ganz schön verletzend, dass du mich einfach so abgewiesen hast. Entschuldige bitte, aber ich bin fix und fertig. Das glaube ich dir nicht. Wenn du wirklich so fertig wärst, dann würdest du hier nicht im Wohnzimmer rumhocken. Und so stressig ist der Laden auch nicht. Schließlich helfen dir Uli und ich dabei. Sag mir bitte, was mit dir los ist. Ich merke doch, dass dich irgendwas unheimlich belastet. Hat es vielleicht was mit mir zu tun? Gefalle ich dir nicht mehr? Doch. Was ist es dann? Bitte, Nick, ich muss es wissen.